Willkommen zurück zu einer neuen Folge Doom Eternal. Eleanor Richardson, Protokolleintrag 006, 9. Februar 2163. So, kurzen Blick auf die Karte, wohin wir müssen. Er ist das Einzige, was sie fürchten. Wir erlebten, wie die Horde unsere besten und fortschrittlichsten Gerätschaften und Waffen überwand, die wir gegen sie aufbringen konnten. Es war sinnlos. Sie bewegten sich zu schnell, schonten sich nicht, waren nur auf das Blut der Menschheit aus. Sie opferten sich bereitwillig selbst, um zum Herzen unserer Welt gelangen. Wir schlachteten Tausende ab und Millionen folgten ihnen. Aber dann kam er. Er mähte sie um wie eine Sichel das Getreide. Und seine Raserei übertraf die unsere. Er ist schneller, unerbittlicher. Nun glaube ich, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Er ist Doom. So. Gut, ich glaube, hier unten geht's weiter. Oder auch nicht. Doch, hier, genau. Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Das hier. Hey, mach doch! Ich kann nicht springen. Hey. Was ist das? Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Was war das denn gerade? Meine Fresse nochmal. So, warte mal, habe ich jetzt hier wieder irgendwas übersehen? Ne, schon, aber. Hä? So, was ist das hier? Nochmal ein Eintrag? Hier ist Dr. Eleanor Richardson, Protokolleintrag 007. 3. März 2163. Und er ist unsere Erlösung. Denn wie er an Stärke gewinnt, erhöht sich die Zahl derer, die fallen. Die Priester kommandieren die Armeen im Norden und Süden, aber er kontrolliert den Kampf. Er weilt im inneren Kreis des Todes, jagt sie an den Rändern der Erde und darüber hinaus. Nun bin ich eine Gläubige. Wir sollten an das Verderben glauben. Der Slayer ist der Speer, der durch das Herz der Angreifer getrieben wird. Und die, die uns Schaden zufügen wollen, sollten gewarnt sein. Denn es gibt nur eine herrschende Lebensform in diesem Universum. Und sie trägt ein stählernes Schwert der Vergeltung. Ehre dem Zerstörer. Die Zeit des Slayers ist angebrochen. Alles klar, jetzt wo sie gemerkt hat, dass wir ihr näher kommen, vergöttert sie uns. Aber davor wollte sie uns noch abschlachten, die dumme Sau. Was ist das jetzt hier? Was muss ich hier machen? Ich bekomme hier auch irgendwie gar kein Ziel mehr angezeigt. Ist an
alles sehr merkwürdig gerade. Hä? Benutzen. Dr. Haydens Bürolabor befindet sich in der obersten Etage der Einrichtung. Achtung! Notfallprotokolle wurden aktiviert. Verlassen Sie die Einrichtung. Mein Gott, Dr. Haydens war überzeugt, dass du irgendwann hierher kommen würdest. Darf ich sagen, was für eine Ehre es ist, dich persönlich zu treffen? Ich... Oh! Achtung! Notfallprotokolle wurden aktiviert. Verlassen Sie die Einrichtung. Wir können nicht auf seine Großhirnrinde zugreifen. Es ist alles zu fremd, zu kompliziert. Wir müssen seine Extraktion akribisch vorbereiten, mit genauen Anweisungen. Sein Lebenssignal ist äußerst schwach. Warnung, dämonische Präsenz auf Stufe 5 betritt das Hauptlabor. Ah ja, dachte ich mir, ist doch Bossfight. Ich dachte mir's. Ich öffne das Portal. Du warst nie einer von uns. Du warst nur ein Usurpator. Ein falsches Idol. Meine Augen wurden geöffnet. Ich werde dir helfen zu sehen, Slayer. So, der Marodeur ist ein wahrer Defensiv. Koloss. Bis du zu nah, setzt er deine Shotgun ein. Bis du zu weit entfernt, musst du dich vor seinem Geschossen in Acht nehmen. Halte ihn auf mittlerer Distanz. Du kannst deinen Angriff setzen, deine Augen grün aufleuchten. Ansonsten wehrt er deine Schüsse ab. Superwaffen immun. Warte mal. Aua. Ey, diese Katze. Da haben wir ihn noch mal. Ey, ich komme da nicht mehr raus. Ey.
Ey, diese Katze, ne? Ey, das gibt es nicht. Diese Katze, heftig. Diese Katze hat mich komplett zerrührt. Komplett. Aber ich hatte ihn fast. Warnung an das gesamte ARC-Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage betreten. Wir raten zur Evakuierung. Ey, diese Katze, ne? Ey, das gibt es nicht, der trippt mich gerade schon wieder. Ja. Wo ist diese fucking Katze schon wieder? Ey. Ey, das gibt es nicht, Mann! Meine Fresse! Was ist denn das für ein harter Mother F, ey? Warnung an das gesamte Personal. Die sterblich Gehandicapten haben die Anlage. Genau, ich bekomme jetzt hier sowieso nochmal einen drauf. So, den hier als erstes weg. Hallo? Wieso kriege ich den nicht? Mann. Ey. Ey, Alter. Ich treff den nicht. Ey, sorry, dass ich gerade nicht so viel rede. Aber ich muss mich gerade richtig konzentrieren, Alter. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt.
Ey, ich komm hier nicht weg. Ich häng hier schon wieder. Ey, diese Katze! Ah, ich bin gleich wieder tot, das gibt's nicht. So, das hätten wir. Ja, 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 komm. Oh ja, geil, wir haben ihn. Wir haben ihn, Freunde, endlich. Alter Schwede. Alter Schwede. Tor. Das war ein Akt, sag ich euch. Das war ein richtiger Akt. Uiuiuiui. Das war ein richtiger Akt. Sie haben 68% der Invasoren aus der Hölle vernichtet. Ohne Priester können die Dämonen die Erde nicht verzehren, wie es Kalmaker plante. Ein Priester ist noch übrig, doch ich habe sein Signal verloren. Ich kann ihn nicht länger orten. Dr. Hayden kann ihn finden. Dr. Hayden überträgt sich in den Hauptrechner ihres Schiffs. Die Architektur ähnelt seiner eigenen. Dadurch... Der letzte Priester versteckt sich im Sentinel Prime. Die Khanmaker möchte nicht, dass er leicht gefunden wird. Das einzige aktive Slipgate nach Sentinel Prime ist in der verlorenen Stadt Hebet, im Kern des Mars. Ich habe den Standort markiert, doch der Weg dorthin ist weit. Es gibt keinen einfachen Zugang zum Kern des Mars. Es sind keine Wege dorthin bekannt, Dr. Hayden. Die BFG 10.000, designt von Dr. Samuel Hayden, als Bestandteil der Dämonenabwehr. Verstanden. Suche nach den Koordinaten der BFG 10.000. Alles du klar. Du kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Gut, Freunde. Geht's in der nächsten Folge also zum Mars. Und wir bekommen die BFG. Wer kennt sie nicht? Die legendäre Doom-Kanone. Gut. Lass gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge geht's dann endlich weiter zum Mars. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.